Lösungsansätze. Und ich frage, warum es nicht angekommen ist, sondern warum viele Wähler AfD gewählt haben, sowohl von Ihrer Partei wie auch von Ihrer Partei. Aber Herr Bistron, bei Ihnen ist es so, dass trotzdem das Gros der Wähler sagt, nämlich 21% nur sagen, sie hätten AfD aus Überzeugung gewählt, und ganze 70% sagen, es ging um Enttäuschung, es ging um einen Denkzettel für die etablierten Parteien. Damit können Sie ja auch nicht glücklich sein, oder? Also nicht aus eigener Kraft gepunktet, sondern im Grunde nur auf der Basis der Schwäche der anderen. Auch wir freuen uns vor allem darüber, dass wir so viele Nichtwähler für die Demokratie begeistern konnten. Dass die anderen uns auch, aber auch, wenn man sich ja, die Zahlen genau anschaut. Natürlich, natürlich. Aber die anderen haben, die Altparteien haben aufgerufen, haben gesagt, ja, beteiligt euch, das wird der AfD schaden. Das Gegenteil hat sich gezeigt. Viele Menschen haben uns gewählt. Und da sind wir schon sehr froh. Und besonders freuen wir uns, dass jetzt das Ende des Zeitalters der Alt-68er angebrochen ist. Ja? Die Sozialisten sind richtig runtergesagt, die Kommunisten sind in zwei Landesparlamente überhaupt nicht reingekommen. Und die Grünen sind marginalisiert, die sind knapp über die 5%-Hürde gekommen. Also das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Herr Bistron, aber es ist trotzdem relativ dünn. Nein, Frau Bär, jetzt geht es erst mit Herrn Bistron weiter. Sie wollten sich gerade zu Wort melden nach diesem Streit. Frau Hasselfeld hat doch das Gegenteil gesagt von dem, was wahr ist. Ihr eigener Landesvorsitzender, Herr Seehofer, hat schon am Anfang der Krise gesagt, Berlin hat keinen Plan. Die Bundeskanzlerin hat das gestern bestätigt. Die hat gesagt, wir haben noch keine nachhaltige Lösung. Sie wissen überhaupt nicht, wie Sie das Problem in den Griff bekommen. Und mit Berlin meint er Sie persönlich und seine eigenen Minister, die CSU-Minister in der Regierung. Also, so ist das. Das war hier im Bayerischen Rundfunk. Behaupten von den Parteien. Und es ist nicht wahr, was Frau Hasselfeld sagt, dass man hier irgendwelche Gesetze erlassen muss. Überhaupt nicht. Sie verwalten lediglich das Problem, was Sie selbst geschaffen haben. Die Gesetzeslage ist völlig ausreichend. Sie müssen nur aufhören, die Gesetze zu brechen. Nicht? Das würde schon mal reichen. Wir unterscheiden ganz klar zwischen den Flüchtlingen und zwischen den Wirtschaftsmigranten, die wirklich Bedürftigen. Und da sagt die AfD, das steht auf jedem Flyer von uns, ja zum Asyl, nein zum Missbrauch. Und das ist der Unterschied. Wir sind dafür, dass die Asylberechtigten auch Asyl bekommen. Ich habe Sie auch ausreden lassen, als Sie da Ihren Unsinn geredet haben. Ja, bitte, Herr Hofreiter. Dann verdrehen Sie jetzt ganz eindeutig die Wahrheit. Was verdrehe ich jetzt? Sie verdrehen ganz eindeutig die Wahrheit. In dem Punkt, dass Sie sagen, gibt es keine Wirtschaftsmigranten? Dass die AfD die Flüchtlinge hier, die Geflüchteten hier, entsprechend aufnehmen will. Oh, da kennen Sie sich besser aus in unserem Parteiprogramm als ich. Sagen Sie mal in drei Sätzen, was ist Ihre Vision? Unsere Vision ist ein starkes Deutschland, ein starkes Europa, ein humanitäres Deutschland, aber auch ein wehrhaftes Land. Und nochmal, ich komme jetzt darauf zurück, wir müssen alle human hier schützen und ihnen auch Asyl gewähren, auch den Kriegsflüchtlingen einen temporären Schutz gewähren. Aber wir möchten nicht, dass das 70% der Wirtschaftsmigranten missbrauchen. Und die müssen wir konsequent zurückschicken. Herr Bistron, lesen Sie manchmal, wenn Sie in den Bundestag reingehen, und ich sage nicht, dass Sie da arbeiten, aber wenn Sie da reingehen zu Ihren Sitzungen, lesen Sie mal, was da über dem Bundestag oben drüber steht. Dem deutschen Volke. Und Sie kommen hier mit Moralisieren, Sie wollen die ganze Welt retten. Sie sind verpflichtet erstmal dem deutschen Volk. Und wenn Sie die ganze Welt retten wollen, dann gehen Sie zu United Nations arbeiten. Dann haben Sie sich in der Tür geirrt. Wir stehen doch dafür, gerade dafür, dass wir die Familien mit Kindern stärken. Familien, ja, aber Alleinerziehende, da machen Sie Abstriche. Ich habe deswegen genickt, weil Frau Bär absolut richtig in der Analyse lag. Sie bevormunden die Menschen. Die hatten gar keine Wahl. Es gibt einen Parteienbrei. Und sie regieren so arrogant über die Köpfe der Menschen hinweg. Herr Bistron, wie passt das zu Sie haben die Quittung bekommen dafür bei dieser Wahl. Das Parteiprogramm, was Sie ansprechen, ist noch nicht abgestimmt. Also Sie sind nicht hundertprozentig überzeugt. Wir sind eine basisdemokratische Partei. Dass im Unterschied das Programm zu anderen, überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur die Enttäuschungen. Also bei Ihnen spielt das Parteiprogramm doch keine Rolle. Sie haben im Parteiprogramm stehen, dass Sie gegen die Aufnahme der Türkei in die EU sind. Und jetzt sitzen Sie schon mit der Türkei an einem Tisch und verhandeln da über Visaerleichterungen und darüber, wann sie vielleicht aufgenommen wird. Was heißt das für Sie? Dauerhaft Opposition, wie Herr Gauland gesagt hat, und die anderen vor sich hertreiben oder auch Verantwortung übernehmen?
selbstverständlich, wir sind angetreten, um eine knallharte und ehrliche Oppositionsarbeit zu machen. Das werden wir auch tun die nächsten Jahre. Wie konstruktiv Jahre. Ist das? Was hat Sie nachdenklich gemacht, Herr Bistron? Vielleicht auch in eigener Sache, wo Sie sich mal selbst an die Nase fassen. Was mich gemacht hatte, dass Sie hier gezeigt haben, warum Sie die Menschen abgewählt haben. Ja, wenn Sie ständig davon sprechen, so paternalistisch, oh, die Kleinen, die haben Angst. Das ist so wie kleine Kinder jemanden behandeln. Oder noch schlimmer, wie jemand so pathologisch, dann kriegt er ein bisschen Medikamente, dann ist er ruhig. Deswegen werden Sie abgewählt. Und ich bin sehr, Sie haben Sie gerade mal, die Kurve gekratzt also, mit 5%. Also lassen Sie mich ausreden. Ja, das ist typisch Grüne, nicht mal ausreden lassen. Also bitte. Das haben Sie jetzt schon ein paar.